das ist doch echt unheimlich. Und der dreht wieder. Leute, ihr geht mal zwischen die Emotes. Weg. Boah, 70 Schaden. Da sehnt man sich ja herbei, Fernkämpfer zu sein und den einfach kiten zu können. Dass bei dem so einfach geht, weiß man ja auch nicht. Wir machen so wenig Schaden, dass ich mich ja fast frage, ob hier irgendwas nicht stimmt. Aber ich glaube, ich weiß, was hier nicht stimmt. Und zwar hat der Gute doch seinen komischen Buff da auf die verteilt bestimmt. Yeah, baby! Na, noch einer? Ein Schwert greift dich an! Jawohl. Jawohl. So, den auch noch. 1300. Jetzt schnitzelt er hier wieder. Das ist wieder der Schaden, den ich gewohnt bin. Bam. Fast 2000. Boah, 3600. Habt ihr das gesehen? Habt ihr natürlich gesehen. 3600. Das könnte neuer Rekord sein. Und das mit einer Einhandwaffe. Super, Level Up, yay! Und ohne unser Schlachtruf-Buff, ne? Ach, wir können wieder den Vogel rufen. Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Den hätten wir eben super rufen können. Ich wusste gar nicht, dass der Entzug zur Verfügung steht hier. Und das hier ist dann mal so pro forma. Sind sie wieder so vollgesaugt. Ach, das ist ja herrlich. Wenn das nicht wieder sauber gehen würde, der wäre irgendwann schwarz, der Kollege. Aber wir hätten wenigstens im ersten Versuch den Bogenschützen auf dem Gerüst mit dem Vogel machen können. Da ist ja wieder was Dickes. Ach ja, ein Troll. Ein Troll! So, machen wir das mal. Und wir nehmen nochmal den. Der war bestimmt gut. Habe ich nicht so viel von gemerkt, habe aber auch nicht großartig drauf geachtet. Zack, Axt vom Webewerk. Einhändig brauchen wir nicht. Nein, wir wollen. Das Ding ist das doch. Schaden versus Troll. Jawohl. Oh yeah. Ja, Troll. 470 Schaden. Oh. So über 400er Schläge. Oh nein, er hat uns. Nein, alles kämpfen bringt nichts. Nein, ich möchte noch einmal. Ich möchte noch einmal. Jawohl, 860, 600 und weg. Okay, das war's mir aber wert. Bam, da geht er down, jawoll. Fup. Tja, der kleine Zwerg, ne? Man würde es oftmals nicht erwarten, aber die gehen auch derbar. Weltläufer. Der ist mal dick. Den geben wir ihm mal. Guck, ob er den gleich aufhat. Ja, perfekt. Sieht doch geil aus. Sieht aus wie die Elite-Bogenschützen in dem Herr der Ringe-Film. Was ist das hier, was wir nicht aufsammeln können? Geld? Warum können wir kein Geld aufsammeln? Wir können die Sachen nicht mehr aufsammeln, aber wir können auch nichts wegwerfen, ja? Sehe ich das richtig? Wir können es höchstens weggeben.
Was ist denn hier von am wenigsten wert? Achso, die da unten auf jeden Fall. Ach, geben fallen lassen. Perfekt. Uiuiui, der ist viel wert. 18. Geben, fallen lassen. 20, 85, 50, 150. Die sind alle viel wert. Sockelsteine schmeißen wir generell nicht weg. Aus Prinzip nicht. Weil die einfach geil sind. Außer den hier vielleicht, aber der ist auch 100 wert. Da schmeißen wir lieber die Sachen weg, die 50 wert sind. Da haben wir 5 von... Der hier, Silberbarren. Da haben wir nur einen von. So, jetzt haben wir 3 Plätze. Wieder frei. Aber ist cool, dass er die nicht dann automatisch aufsammelt in der nächsten Runde. Also nachdem er sie hingeworfen hat. Über den hier noch. Zack. Polierter Granat. Und schon wieder ein toter Troll, der hinter uns auf dem Boden liegt. Puh, so langsam sollten wir uns echt schämen. Oh. Das ist unser Schild. Und unser Eispickel. Stimmt, und links an dem Symbol hätte ich erkennen können, dass der Vogel wieder verfügbar ist. Zahl der Stürze im Kampf. Ach, Trolle finde ich geil. Die sind so simpel, den kann man super ausweichen. Und die können halt auch einfach nur auf einen gehen. Nicht wie Bogenschützen oder direkt eine ganze Armee von Bogenschützen oder Zauberer oder sowas. Trolle sind toll. Die hohen Moore. Ja, genau wie Bogenschützen, gerade habe ich es noch gesagt. Hör auf, in dein Horn zu blasen, du Freak. Was er aushalten muss, wenn wir drei Hähne hier abschießen. Scheint ein dickes Feld zu haben. Und da kommt er um die Ecke gerannt. Jetzt gibt's hier Pearl Harbor im Mittelalter. Zu welcher Zeit Herr der Ringe wohl spielt? Ist ja irgendwie so im Vergleich her 17. bis 18. Jahrhundert vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen früher. So in dem Dreh darf das gewesen sein. Ja, eher noch ein bisschen früher. 16. Tatsächlich die ganze Zeit L1 gedrückt halten, dann mache ich zwar so nicht viel Schaden, sondern nur 26, aber sobald er. Ich bin halt nach hinten angeschützt und sobald er dies macht, 3800, sobald ich ihn kritisch treffen kann, kann ich ihn halt einfach kritisch treffen. Das ist ja geil. Super, dass ich das schon nach 5 Spielstunden rausfinde, oder? 4500. Was geht da? Und dann braucht man nämlich das alles auch gar nicht. Auch das ist schon wieder ein Zauberer. So, haben wir den schon mal. Uns dessen entledigt. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren ja, ich gehe hier gerne in Deckung. Das ist eine super gute Idee. Super cool. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ghoul und einem Ork? Wo wisst ihr das? Wenn ja, lasst das mich wissen. So, da können wir noch rein. Wieder eine Goldader.
Aha, was haben wir denn hier? Kleines, großes, normales. Eine ausgeglichene Ader. Ich will von allen das gleiche, ich bin eine ausgeglichene Ader, okay? Der Langbogen ist höchstwahrscheinlich für die Waldläuferin. Ah, für den Waldläufer meine ich natürlich. Können wir den geben? Wenn ich weiß ja nicht, was er für einen hat. Okay, das Symbol könnte, das Geräusch könnte heißen, dass er ihn angezogen hat. Kann man ja gucken, er müsste ja jetzt theoretisch einen Bogen haben. Wenn ein Langbogen das ist, was ich denke, was ein Langbogen ist. Und zwar ein Bogen. Ach, die sind schon wieder da hinten am Streben. Streber Schweine. Der Tod soll euch holen! Er ruft nach Verstärkung! Ja, was sollen wir dagegen tun? Haben wir doch eben auch probiert. Lass ihn halt rufen, hm? Oh nein, nicht wieder so ein Dicker. Aber das ist, glaube ich, kein. Ist das ein ganz Dicker? Doch, das ist ein ganz Dicker, oder? Das ist, glaube ich, ein ganz Dicker. Und weg. Ja, das ist ein ganz Dicker. Im Tränkchen geschluckt. Du kannst nicht vorbei. Jawohl. Nice shot. Vielen Dank. Und wir müssen zum Schmied, so wie es ausschaut. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein langer Bereich hier. Da muss ich ihm ja nur mal recht geben. Okay, was haben wir gefunden? Wir haben 59, 75, hohoho, meisterliche Qualität. Nehmen wir gerne. Ach, der Schild ist kaputt. Den hatten wir vorhin gefunden, ne? Ja, dann gut, dann mag das sein. Einhandschwert, das nicht besser ist als unseres. Inzwischen kenne ich die Werte von unserem fast auswendig. Wir müssen nach rechts. Ich freue mich schon auf den Riesen. Dass so ein Felsriese ist wie von. Oder ein Steinriese wie von Fable. Fable ist übrigens auch ein ziemlich cooles Spiel, wer das noch nicht gespielt hat. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sowohl mit der Geschichte, die dahinter liegt, uiuiui, als auch der Grafik. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch jedes von denen mindestens zweimal durchgespielt. Einfach, weil man ja das Spiel auf zwei verschiedene Weisen spielen kann. Man kann ja sich entscheiden, ob man gut oder böse sein möchte. Und das macht einfach beides gleich viel Spaß. Ich könnte da jetzt ein bisschen was zu erzählen, aber nö. Das könnt ihr alles schön selber. Schade gegen Ork 1,4. Okay, das heißt, 40% von 100 sind ungefähr 40. Ein bisschen unter 40, 130, dann kommen wir ungefähr, sind wir in dem gleichen Bereich. Haben wir hier immer noch 25 Kraft dazu. Okay, also lassen wir vorerst den Hammer. Ist das eine Chance auf 1,4 gegen Orks? Nee, Schaden gegen Orks, okay. Ja, zum Beispiel könnte ich euch erzählen, dass man als Guter natürlich sehr viele Probleme hat, an Geld zu kommen, dafür aber gut ist. Und man als Böser meistens Geld und sowas en masse hat, aber natürlich böse ist. Und es nicht, auch wenn man, wenn ihr da jetzt vielleicht denkt, ach, bin ich halt böse, aber es ist manchmal tatsächlich nicht leicht, das werdet ihr merken, einfach wirklich konsequent böse zu sein.